Hallöchen ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Outfit des Tages und heute habe ich wirklich ganz, ganz viele Sachen an, die ich selbst gemacht habe, um euch das mal in bewegten Bildern zu zeigen, einerseits wie die Klamotten natürlich halt in bewegten Bildern aussehen, ihr kennt sie ja bislang nur teilweise von Fotos, ganz neue Modelle vorzustellen, aber eben auch, wie man das Ganze eben auch miteinander kombinieren kann und was miteinander gut harmoniert. Also zum einen habe ich hier meine fingerlosen Handschuhe, wo also mit nur halben Fingern. Die Anleitung dafür findet ihr in meinem Buch Häkeln mit Bobbel, Handschuhe und Stulpen. Diese Anleitung gibt es tatsächlich nur schriftlich. Kann man auf alle möglichen Größen anpassen mit Bündchen. Gehäkelt kann man eigentlich auch für Anfänger, die Grundkenntnisse, sage ich jetzt mal, beherrschen, mittlere Stufe des Schwierigkeitsgrades, würde ich eher sagen, also zwischen Anfang und mittleren Schwierigkeitsgrad. Die Mütze, ich gehe mal ein bisschen weiter runter, die Mütze Wunderwelt dürftet ihr mittlerweile jetzt auch kennen, gibt es einerseits als Videoanleitung und hier in meinem YouTube-Kanal, aber eben auch schriftlich bei Crazy Patterns oder in meinem Buch Traumhaft schöne Mützen häkeln, wo auch noch ganz viele andere Modelle drin sind. Die ganzen Links für Videos von meinen Anleitungen, schriftliche Anleitungen und so weiter, setze ich euch alles in die Infobox unter diesem Video. Das sage ich jetzt einmal, damit ich es nicht ständig bei jedem Modell immer wieder ankündige und sage. Also wie gesagt, das gibt es einmal als, also die Mütze als Videoanleitung und schriftliche Anleitung einmal im Buch und als Einzelanleitung. Und dann habe ich hier den Schal Blätterranke, der ist gestrickt, auch mit einem Farbverlaufsgarn. Und hier habe ich mir auch wirklich einen Farbverlaufsgarn gegönnt zu den anderen gehäkelten Sachen. Auch diese Anleitung gibt es einmal als Videoanleitung und als schriftliche Anleitung. Und was ganz Neues hier, der Pullover. Und zwar Celtic Lady. Moment, ich gehe mal gleich einen Schritt zurück, damit ihr das komplette Outfit und auch den Pullover im Ganzen seht. Und ich muss mal kurz die Kamera ein wenig verstellen. Der Pullover kann auf alle möglichen Größen angepasst werden. Nur zur Info. Ich zeige nochmal das komplette Outfit im Ganzen, auch mit der Mütze. Muss ich nochmal die Kamera ein bisschen runterstellen. So. Und das Besondere an dem Pullover ist einmal das auffällige keltische Zopfmuster hier vorne. Und es hat aber auch nochmal, oder er hat auch nochmal an den Ärmeln auch jeweils ein Zopfmuster. Und die Anleitung bekommt ihr auch schriftlich von mir zum Download oder aber als Videoanleitung. Und das ist mein heutiges Outfit des Tages. Ich möchte mir jetzt ganz schnell wieder eine Jacke überziehen. Es ist wirklich sehr kalt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und geschaut zu animieren, etwas nachzumachen oder auch zu gucken, was kann man miteinander kombinieren, was passt gut zusammen, was kann man gut tragen, zusammen gehäkelt, gestrickt, auch mal in Kombination, was Einfarbiges mit einem Farbverlaufsgarn. Das habe ich ja auch mit einem Farbverlaufsgarn gehäkelt. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachzaubern. Denn Häkeln und Stricken ist ja bekanntermaßen wie zaubern können. Das wissen wir ja alle. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Und ich will jetzt ganz schnell meine Jacke anziehen. Bis dann. Tschüss.